Hi, ich bin die Ronja, ich bin die neue Host von 100 Hektar Heimat und ich freue mich riesig, dabei zu sein. Ich habe 100 Hektar Heimat immer auf YouTube angeschaut und daraufhin habe ich mich dann auch auf das Casting beworben. Servus, ich bin die Ronja. Ich bin 21 Jahre alt, gelernte Landwirtin. Wir sind hier im wunderschönen Mittelfranken, genauer gesagt in Walbertshausen. Hier wohne und arbeite ich und heute zeige ich euch meinen Hof. Einfach ist es aber nicht. Wir sind ein richtiger Familienbetrieb, bestehend aus zwei Hofstellen. Ich zeige euch nämlich heute den Hof meiner Eltern und mir und den Hof meines Bruders. Ihr seht heute auf meinem Hof die Kühe, die Maschinen, die Soundzucht, das Grünland, die Pferde. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal 100 Hektar Heimat. Ich hab's schon gemacht, das wollte ich schon immer mal sagen. Humpa, humpa. Ich zeige euch hier einen Teil von meiner Herde. Die drei befinden sich jetzt im Stall, weil ein Großteil meiner Herde eigentlich im Sommer über auf der Weide ist. Das sind so die drei Ältesten. Und ja. Also hier seht ihr schon mal die Monika, meine erste Kuh, gekauft als Kalb. Daneben haben wir den Ferdinand, einen Jungbulle. Und ganz hinten, die versteckt sich natürlich, die kleine Heidi. Die große Liebe ist die Monika. Die einzige große Liebe, ne? Willkommen bei Bausuchtfrau. Und die Kuh hat sogar als Tattoo unter meine Haut geschafft. Wir waren mal im Urlaub und da war es so, dass ich dann, das weiß ich noch, beim Abendessen habe ich gesagt, ich will eine Kuh haben. Und dann hat der Papa gesagt, wenn du eine haben willst, musst du die verdienen. Und wenn die Noten im Zeugnis passen, darfst du dir eine kaufen. Und dann habe ich richtig Gas gegeben in der Schule. Und anschließend habe ich mir dann die Monika von meinem Taschengeld gegönnt. Und habe sie selber am Zuchtviehmarkt in Buchloe ersteigert. Ganz stolz war ich und habe drauf geboten. Und jetzt steht sie hier und gehört zu mir. Die wäre normalerweise eine McDonald's-Kuh. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr euch so vor eurem Taschengeld kauft. Also generell ist es so, dass ich eigentlich Mutterkuhhaltung habe, beziehungsweise eine Mischung aus Mutterkuh und Mast, nenne ich jetzt mal, langsame Mast. Und das ist eben so die älteste Mutterkuh, die ich habe. Und alles, was praktisch hier geboren wird, geht auch von hier. Und die Monika hat Gnadenbrot für immer. Also wie gerade schon angekündigt, sind das nicht alles meine Tiere, sondern auf der Weide gibt es noch andere. Wir nehmen jetzt ein bisschen Brot mit und dann gehen wir da mal hin. Also wir sind jetzt hier auf der Weide. Da befinden sich meine Weideochsen und das sind insgesamt 7 Tiere. Komm! Also und immer wenn ich runtergehe zu meinen Tieren, gibt es erstmal ein bisschen gutes Brot. Also meine Tiere haben alle einen Namen und jedes Tier bekommt auch einen speziellen Namen, je nachdem, wie es charaktermäßig bei mir ankommt. Nur der Charakter zählt. Und hier unten hätten wir dann den kleinen John, den Franzl, die Prinzessin, den Gustl, den Capo, den MacGyver und den kleinen Apotheker. Also bei meinen Kühen ist es wie bei Philipps Kühen auch. Jeder hat einen speziellen Namen. Und hier oben gibt es ein Video zu Philipps Kühen. Schaut euch das am besten im Anschluss gleich mal an. Wie erklärt man am besten Kuhliebe? Entweder du bist ein Kuhmensch oder du bist keiner. Aber eine Kuh ist einfach, die kann genauso dein Lebensbegleiter sein wie ein Hund auch. Und für mich sind Kühe einfach Frieden, Gelassenheit. Die lassen sich von nichts stressen. Die leben in den Tag rein. Denen geht's gut. Im Alter von 2 Jahren werden die dann eigentlich meistens geschlachtet. Und bis dahin leben sie glücklich im Winter im Stall und im Sommer glücklich auf der Weide. Also das Fleisch von meinen Weideochsen vermarkte ich direkt. Reich werde ich damit nicht, aber als eine Nebeneinnahme mache ich es gern und kann dann auch selber sagen, was am Teller liegt, das war mal bei mir. Also neben meiner Arbeit am Hof gehe ich 3 Tage die Woche in die Arbeit im Landwirtschaftsamt. Da bin ich im Bereich Pflanzenschutz und Düngung tätig. In meiner Arbeit bin ich im Büro, zu Hause bin ich viel draußen. Und der Kontrast ist eigentlich was, was mir richtig Spaß macht. Ich kann als Ausgleich rausgehen zu Hause und arbeite aber trotzdem in der Landwirtschaft und für die Landwirtschaft im Büro. Und ich kann auch sagen, okay, gut, das, was ich offiziell verdiene, kann ich auch in meine Landwirtschaft stecken und somit eigentlich auch ein Hobby, das mir trotzdem Geld einbringt. Kann auch nicht jeder sagen. Leute, macht ihr Landwirtschaft im Haupterwerb oder im Nebenerwerb? Es interessiert mich, schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt einmal das, was ihr alle schon erwartet habt oder sehen wolltet.
Maschinen, bitteschön. Ich bin nicht nur kuhbegeistert, sondern auch maschinenbegeistert. Alles, was fährt, da bin ich dabei. Maschinenfahren ist einfach ein anderes Feeling. Das kann man auch nicht mit Autofahren vergleichen. Maschinenfahren ist einfach, du bist der King. Du sitzt höher, es ist ein Gefühl, entweder man kennt es oder man kennt es nicht. Und jeder, der das mal richtig gemacht hat, der sagt, das braucht man. Das Feeling alleine ist einfach zu geil. Also ich stehe hier vor unserem alltäglichen Arbeitsgerät, was jeden Tag läuft. Damit fahren wir unser Grünfutter rein. Vorne wird gemäht, hinten wird aufgeladen und dann wird gefüttert. Also mit der Arbeitskombination, wie sie hier steht, mähen wir eigentlich jeden Tag. Jeden Tag frisches Gras. Mit zu meinen Lieblingsaufgaben gehört Güllefahren. Freitag, Wochenende, Gülleballern. Güllefahren ist, ja, Güllefahren erfüllt mich auch. Ja, Güllefahren ist einfach... Du fährst, du weißt, es wächst danach wieder was. Du hast eine Arbeitsbreite von 15 Meter. Du hast 18,5 Kubik dabei im Schnitt. Da geht was. Ich bin ja jetzt neu im 100 Hektar Heimatteam, aber die anderen habe ich vor ein paar Tagen online kennengelernt. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich so gern Gülle fahre. Und Philipp meinte dann, das ist Chefsache. Aber wenn ihr wollt, dass ich bei Philipp Gülle fahre, dann schreibt es mal in die Kommentare. Halt, stopp! Ach ja, wartet mal ganz kurz. Das Team hat gerade gefragt, wo bei diesem Schlepper der Motor ist. Hä? Er ist hier unter der Kabine. Es ist schließlich ein Geräteträger. Dadurch habe ich halt nach vorne ganz viel freie Sicht und kann mega viele Geräte anbauen. Und hier ist unsere Zugmaschine. Der ist zwar alt, aber läuft immer noch wie eine Eins. Also es ist auch mal nicht schlecht, einen neuen Schlepper zu fahren, aber wo wenig Technik drin ist, kann wenig kaputt gehen. Mit den anderen gibt es ja schon Preiseraden. Habt ihr Bock auf Preiseraden mit meinen Maschinen, dann schreibt es in die Kommentare. Und jetzt noch die allerwichtigste Maschine. Das ist mein Lader. Der Lader läuft täglich für Einstreuen, Misten, Füttern. Ein Allround-Gerät. Du bist schnell, du bist wendig, du kannst was machen. Laderfahren ist super. Für das Grünland, wie ich bewirtschafte, reichen die Maschinen aus. Dadurch, dass ich kein Ackerland habe, brauche ich keinen Pflug, keine Sämaschine, keine Spritze, kein Grubber und auch keine Scheibenegge. Bei meinem Bruder kann ich mir auch jederzeit was holen und zur Not leihe ich mir beim Maschinenring was aus. Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, bei uns ist das Eis ein bisschen komplizierter. Und jetzt sind wir gerade auf dem Hof von meinem Bruder. Den hat er 2017 gegründet. Und der hält Mutterkühe, Galloway-Rinder. Und da bin ich eigentlich meistens dabei beim Weideaufbauen, Weideabbauen. Ein Teil von seinen Rinder hat er schon im Stall drinnen. Ein Großteil ist noch draußen, der kommt die nächsten Tage rein. Genau wie ich vermarktet mein Bruder sein Fleisch direkt. Ich finde unsere Konstruktion eigentlich richtig cool, weil letztendlich ist es zwar ein Betrieb, aber jeder hat so seinen Bereich und man hilft sich gegenseitig. Also, let's go. Auf geht's in den Schweinestall. Schaut mal da rein. Das sind die Schweine von meiner Mutter. Ich halte mich da ziemlich raus. Ich bin kein Schweinemensch. Hier ist alles Handarbeit. Und bei meinen Kühen kann ich wenigstens mit dem Lader fahren. Lader fahren ist super. Aber ich unterstütze die Mama genauso, wie sie mich auch. Es sind ungefähr 12 Muttersauen mit den jeweiligen Ferkeln dazu. Und wie bei meinen Kühen wird auch das Fleisch von den Schweinen direkt vermarktet. Also Leute, willkommen auf 1,3 Hektar. Somit auch mein größter Schlag und alle anderen Flächen, was ich habe, sind kleiner. Im Vergleich zu Michael, Philipp und Josie bewirtschafte ich wesentlich weniger Fläche. Meine 14 Hektar reichen aber auch für meine 13 Kühe. In meiner Region ist es halt so, auch wenn wir uns jetzt da umschauen, dass halt einfach alles hügelig ist. Ich habe keine Fläche, die wirklich eben ist und da kann ich halt auch nicht sagen, okay gut, ich habe 10 Hektar am Stück, aber ich bin damit ganz zufrieden. Aber dafür habe ich schöne Landschaft. Michael, Josie, Philipp, nehmt das. Digga, bodenlos. Mein größter Schlag hat 1,3 Hektar, der kleinste hat 0,5. Im Vergleich zu den anderen bewirtschafte ich nur Grünland. Das heißt, ich mähe Gras, ich schwader mein Gras, ich ernte mein Gras in Form von Siloballen und das war's dann auch schon. Das Gras, was ich ernte, kommt dann auf meinen Hof und das fressen dann meine Tiere. Also so viel zu meinen Flächen.
Ich zeige euch jetzt noch unsere Rentner. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann kommt mit. Also die gehören meinen Eltern. Ich selber habe damit eher weniger zu tun. Ich bin kein Pferdemädchen. Ich bin einfach ein Kuhmädchen. Normalerweise funktioniert das immer ganz gut. Aber siehst du das? Ich verspüre keine Pferdevibes. Bei meinen Kühen hat das besser funktioniert. Meine Eltern sind beide früher viel geritten. Mein Papa Springreiten, die Mama Dressur. Ich selber kann reiten, tue es aber nicht. Das ist keine Leidenschaft von mir. Reiten tut eigentlich keiner mehr. Die sind halt jetzt noch da, weil sie da sind. Ich hoffe, meine Mama hört es nicht. Aber wenn die mal nicht mehr da sind, dann wird alles mit Kühen aufgefüllt. Weil jeder Platz ist ein Kuhplatz. Aber noch sind sie da. Die dürfen auch noch ein bisschen bleiben. Das ist alles gut so. Die sind eigentlich alle so alt wie ich. Also über 20. Die sind schon immer hier und ich glaube, wenn es mal so ist, dass keins mehr da ist, ist es trotzdem komisch. Das war mein erstes Video. Ich hoffe, die Hoftour hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Hier oben gibt es noch ein Video von 100 Hektar Heimat. Und darunter gibt es noch ein Video von High Performer Henning. Die haben sich angeschaut, wie man mit Ackerland richtig Cash machen kann. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.